Bist du gerade falsch rumgefahren? Oh mein ich weiß Gott. Nicht rum, aber guckst nach hinten. Warum gucke ich nach hinten? Die laufen gerade irgendwelche Pilze rum. Nein! Sieg! Sieg! Ich bin am Mario Kart Gott. Hi Leute, ihr seid auf der Suche nach einer Ausbildung, einem dualen Studium oder auch eurem ersten Job, dann seid ihr hier gerade sehr, sehr perfekt, denn die Selina ist gerade da. Sie arbeitet bei Siemens im Bereich Marketing bzw. Bewerbermarketing und Recruiting und sie wird so ein bisschen erzählen, was Siemens als großer Konzern eigentlich wirklich macht und wird vielleicht auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was das Unternehmen betrifft. Und wir haben uns gedacht, eine ganz normale Interview-Situation, ich frage, du antwortest, ist ein bisschen zu langweilig. Deswegen haben wir das Ganze unter dem Motto Jobzock aufgezogen. Und deswegen spielen wir gerade Mario Kart. Das hast du dir ja speziell gewünscht. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht so ganz, denn ich, wissen wir alle, bin ein Mario Kart-Gott. Gut, ich würde sagen, wir suchen jetzt schon mal unsere Charaktere hier aus. Mhm. Ich nehme auf jeden Fall die Prinzessin, weil wir wissen alle, dass die Peach unheimlich schnell ist. Nee, deswegen nehme ich wirklich Peach. Wir starten erstmal mit einer Easy-Strecke, würde ich behaupten. Ja. Und zwar Baby Park. Da geht es einfach nur rechts rum. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was denn so richtig coole Projekte eigentlich sind, die Siemens umgesetzt hat. Weil ich habe gesehen, das betrifft mich auch privat dann, weil ich fahre sehr viel Motorrad. Ihr habt ein smartes Motorrad am Start. Ja, absolut. Und zwar eine Ingenieurin von uns, die hat sich Gedanken gemacht, hey, wie kann man das Motorradfahren noch irgendwie optimieren? Und hat sich dann mit unserem Mainz 4-System, das intelligente Motorrad quasi, zusammen mit ihrem Team entwickelt. Was während der Fahrt dann über ganz viele Sensoren Daten sammelt, die dann auch während der Fahrt schon ausgewertet werden können. Nein! Sieg! Sieg! Ich hab's angekündigt. Oh Mann. Genau, und das Fahrverhalten und auch die Inbetriebnahme und so weiter der Maschine verbessern. Also es ist unglaublich, das Team kann ja dann auf den Hörer auch sagen, hey, pass auf, der Reifen ist noch nicht heiß, mach noch nicht so eine starke Bremsung oder wie danach auch das Motorrad zu warten ist, das sagt einem das Motorrad durch die analysierten Daten selbst schon, absolut. Das ist echt verrückt, das ist ziemlich cool. Ihr habt aber noch etwas am Start, ein ziemlich cooles Projekt, was es auch gerade diese Corona-Pandemie betrifft. Genau, und zwar haben wir ein recht pfiffiges Team, was recht schnell reagiert hat, als die Corona-Pandemie anfing. Haben wir nämlich einen Desinfektionsroboter innerhalb von einer Woche von der Idee zum Prototypen entwickelt, der innerhalb von kürzester Zeit extrem große Flächen desinfizieren kann und somit die Ausbreitung so ein bisschen eindämmt. Also innerhalb von einer Woche wurde das Ganze umgesetzt, also von der Idee quasi bis zum ersten Prototyp. Absolut, ja. Und das mit einem weltweiten Team, die haben sich auch über die digitalen Medien vernetzt miteinander, haben dann zusammen geplant, dran getüftelt und sind dann in China damit an den Start gegangen und da ist der Roboter auch im absoluten Einsatz in Kliniken, Krankenhäusern, überall, wo der halt irgendwie an Anwendung findet. Ja. Und somit können wir natürlich auch der aktuellen Situation beitragen, weil wir sehen uns als großer Konzern natürlich auch in der Verantwortung, irgendwie der Gesellschaft natürlich zu nutzen und auch in der aktuellen Situation da einfach unsere Lösungen und unsere Know-how so gut es geht einsetzen zu können. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, ja. Genau. Wir unterhalten uns jetzt gleich noch über Siemens, das musst du noch ganz schnell dein Yoshi auswählen. Genau. Also Siemens ist auch für mich einfach so ein großer Konzern, einfach so ein bisschen fern für mich und vielleicht kennt es auch jeder aus der eigenen Küche oder sowas, Haushaltsgeräte, wo da Siemens draufsteht, aber das ist ja gar nicht das, was Siemens eigentlich macht. Siemens ist ja einfach so ein großes Unternehmen, macht viel größere Geschichten als das. Ja, also du bringst es genau auf den Punkt. Viele von uns kennen Siemens tatsächlich von den Haushaltsgeräten, viele auch nur ausschließlich. Aber der Bereich wurde tatsächlich vor einigen Jahren verkauft und wir beschäftigen uns mit ganz anderen Dimensionen. Wir sind weltweit einer der größten Technologiekonzerne und wickeln alles rund um Digitalisierung und Automatisierung, Elektrifizierung ab, sodass man uns beispielsweise mit medizintechnischen Anlagen in Krankenhäusern findet oder auch in jedem deutschen ICE oder auch in Gebäudeautomationstechniken. Im Softwarebereich sind wir weit vorne. Also wir sind sehr, sehr breit aufgestellt. Ja. Jetzt hier auch in München ein ganz gutes Beispiel. Ihr habt ja hier die Allianz Arena und der Rasen wäre nicht so grün ohne unsere automatisierte Bewässerungsanlage, die nach individuellem Bedarf dann auch den Rasen pflegt. Und auch als ich vorhin heute Morgen das Hotel verlassen habe, ist mir aufgefallen, dass in meinem
Hotelzimmer sogar die Klimatisierung auch über Produkte von uns besteuert wird. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, unheimlich breit aufgestellt. Das heißt, im Grunde ist auch für jeden, der gerade einen Job sucht, irgendwas dabei bei Siemens. Ne? Und man kommt auch nicht um uns rum. Also unsere Produkte sind tatsächlich irgendwie überall. Das ist echt verrückt, auf jeden Fall. Du hast mich gerade wirklich überholt. Guck mal, wer gerade auf der 1 ist. Du warst gerade noch auf 5. Oh mein Gott, das wird ja... Die Bananen. Also ein riesiges Unternehmen. Ja. Wie sind das dann intern? Also wir haben ja hier bei der PC-Welt sehr, sehr flache Hierarchien, sind alle per Du, sind Kumpels. Ich bin gerade fast abgestürzt. Und wie ist das bei Siemens? Großer Konzern, sehr viele Hierarchien. Mhm. Ist man da per Du? Hat man da irgendwie Kumpel-Atmosphäre oder wie ist das bei euch? Also klar, bei uns hat man natürlich Hierarchien. Ich glaube, mit über 380.000 Mitarbeitern ist das auch gar nicht anders möglich. Aber ich würde das gar nicht als negativ behaftet ansehen, sondern bei uns ist eine sehr offene Kultur und eine sehr kommunikationsfreudige Kultur auch. Also man kann jederzeit sich an Kollegen... Und aber auch an Führungskräfte wenden. Also der Kontakt wird da sehr, sehr gepflegt. Man muss da nicht irgendwie Angst haben, die Türen stehen da immer offen. Ich kann jetzt aus meinem Bereich sprechen, bei uns herrscht auch eine absolute Dudes-Kultur. Das macht es natürlich dann auch leichter im Umgang miteinander. Und, absolut, sich genauso. Wir arbeiten auch alle sehr, sehr eigenverantwortlich. Also man wird jetzt nicht, weil wir eine Hierarchie haben, immer so über die Schulter geguckt, du machst das aber falsch, sondern ganz im Gegenteil, jeder hat seinen Verantwortungsbereich, ist da auch frei, ist auch immer, man ist offen für neue Ideen, für Impulse, die dann vielleicht sogar auch umgesetzt werden. Also da hat man auch vom Unternehmen sehr, sehr viel Vertrauen, was einem entgegengebracht wird. Wie genau kamst du denn überhaupt zu Siemens? Weil du hast ein duales Studium gemacht, hast dich ganz normal beworben. Was machst du aktuell? Ich habe vor 6 Jahren selbst die Entscheidung getroffen, hey, wohin soll es denn gehen? Kurz vorm Abi geht es wahrscheinlich vielen so, dass sie noch nicht so den Plan haben. Kennen wir alle. Ähnlich war es bei mir. Wobei mir recht schnell klar war, dass ich gern irgendwas machen möchte, wo ich sowohl einen Praxisbezug als auch die Theorie habe. Und ich wollte gern irgendwas Internationales machen. Und weil ich auch in der Schulzeit schon gewisse Auslandsaufenthalte hatte und es hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Und ja, so kam es dann, dass ich mich für ein duales Studium bei Siemens entschieden habe, weil die genau die Kombination mit dem internationalen Management angeboten haben und der Industriekauffrau als Ausbildung, die mir halt mit am meisten zugesagt hat. Okay, cool. Genau. Und jetzt bist du halt im Bereich Bewerbermarketing. Das heißt, du holst quasi genau die Leute ins Unternehmen wie dich. Ja, eigentlich witzig. Jetzt sitze ich genau am anderen Ende des Tisches. Also da, wo ich vor einigen Jahren selbst saß, sitzen jetzt die Bewerber und ich für die Gespräche und plane das auch alles. Super vielfältig, macht super viel Spaß. Ich liebe es auch, mit den jungen Leuten so viel in Kontakt zu sein und die Perspektive jetzt auch mal so mitzubekommen. Wenn ich mich jetzt bei euch bewerbe, ja. Ist dir schon mal, weil du sitzt ja auf der anderen Seite, du sprichst ja da mit mir, ist dir da schon mal irgendwas richtig Verrücktes passiert? Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn dann die jungen Leute kommen warum und sowas. Warum habe ich so eine komische Ansicht? Bist du gerade falsch rumgefahren? Warum gucke ich nach hinten? Warte, hier sind auch noch, hier laufen gerade irgendwelche Pilze rum. Du hast gerade statt Gas zu geben nach hinten geguckt. Oh nein. Bewerbungsgespräch. Ist da mal irgendwas sehr Verrücktes passiert? Ja, zum einen war es mal eine ganz schüchterne Bewerberin, die so ein bisschen in sich gekehrt war und gar nicht so viel von sich erzählte. Und als es dann aber darum ging, dass sie mal so ein bisschen über ihre Erfahrungen spricht, die sie vielleicht im technischen Bereich schon hat, da haute sie dann raus, dass sie schon mal Jugendforsch gewonnen hat und privat auch super viel in der Werkstatt ihres Opas tüftelt. Ach, und das war unglaublich, was die schon alles gemacht hat. Und das war so eine richtige Überraschung für uns. Und die arbeitet auch heute bei uns. Genau, die ist bei uns. Die hat ihr duales Studium bei uns angefangen. Also heißt das, ich habe jetzt schon 2 Geschichten gehört. Einer Frau, die das Motorrad da entwickelt hat und jetzt auch hier Jugend forscht. Also ihr fördert quasi auch die jungen Mädels, dass sie dann bei euch unterkommen. Absolut. Also zum einen möchte ich jetzt mit Jugend forscht gar keinen falschen Eindruck hinterlassen, dass man so ein Überflieger sein muss. Das erwarten wir natürlich nicht. Um Gottes Willen, das war wirklich so ein Ausnahmefall. Ja. Aber klar, wir wollen die Frauen in technischen Berufen natürlich besonders fördern. Und wie das Beispiel der Ingenieurin mit dem Motorrad natürlich zeigt, ist das auch bei uns alles möglich. Also alle Mädels da draußen, bewerbt euch. Ganz genau, ganz genau. Und vor allem abschrecken lassen durch die ganzen technischen Bereiche. Genau. Weil ihr macht ja noch viel, viel mehr. Ihr seid so groß und so breit aufgestellt, dass, glaube ich, wirklich für jeden was dabei ist. Absolut. In welchen Bereichen ist quasi Siemens alles tätig? Also wo sucht Siemens Leute? Wo kann ich mich drauf bewerben? Wie du schon richtig sagst, also wir sind ja so vielfältig und breit aufgestellt und so ist eigentlich auch unser Ausbildungsportfolio, jetzt war ich voll aufs Spiel konzentriert.
Genau, also vom Bereich Mechanik, Maschinenbau, Elektrotechnik, IT, Wirtschaftsinformatik bis hin zu Wirtschaft und auch Gastronomie ist alles dabei. Also wir decken da eigentlich alles ab, ja, und so, dass für jeden eigentlich was zu finden ist. Und wo wir halt viel Wert drauf legen, ist das natürlich dann auch die Ausbildung, das duale Studium, sehr qualifiziert, hochwertig durchgeführt wird. Okay, absolut. Und du hast gerade auch nochmal duales Studium angesprochen. Ihr seid natürlich auch daran interessiert, dass, wenn ich jetzt eine Ausbildung bei euch mache oder auch ein duales Studium, dass ich dass ich dann bei euch auch längerfristig quasi bleiben kann. Also, genau. Also wir investieren ja super viel Geld in die dualen Studiengänge und auch Ausbildungsgänge. Das kostet natürlich die Firma auch. Und natürlich ist es dann unser Ziel, den Nachwuchs auch für längere Zeit zu generieren. Ich muss jetzt einmal ganz kurz hier einwerfen, dass wir jetzt deine Hassstrecke fahren werden. Nein. Weil du bist gerade punktemäßig weit vor mir. Nein. Und deswegen fahren wir jetzt einen Regenbogenboulevard. Selina mag diese Strecke nicht. Es werden hier schon solche Register. Ja, natürlich. Irgendwie muss ich da jetzt meine Punkte einfahren. Ich glaube es nicht. Wie kannst du denn so den jungen Leuten, die sich jetzt quasi bei euch bewerben möchten, ein bisschen die Angst nehmen vor dem Bewerbungsgespräch beziehungsweise vor dem Job allgemein bei Siemens? Angst nehmen ist schon so, ich hoffe, die haben keine Angst vor uns oder keinen Respekt, also doch Respekt schon, aber es, doch Respekt war jetzt das falsche Wort, aber wir wollen nicht irgendwie den Anschein erwecken, wir sind ein großes Unternehmen, bei uns kommt man nicht rein oder so, das ist es nämlich nicht. Also wir haben das geregelte Bewerbungsverfahren, was mit einem Online quasi Verfahren startet, dann geht es in die Bewerbungsgespräche und da wollen wir wirklich keinem was Böses. Also wir wollen euch persönlich kennenlernen, wir wollen schauen, wie ihr so tickt, ob ihr zu uns ins Team passt, auch wenn die ein oder andere Note mal nicht ganz so toll ist. Also das ist in dem Moment dann gar nicht so relevant. Wir setzen wirklich auf euch als Person, auf die jeweilige Persönlichkeit. Ich meine, was bringt es uns, wenn jemand ganz tolle Noten hat, aber vielleicht nicht ins Team passt? Und da muss man einfach beides sehr gut sich anschauen und gucken, ob das passt, das abwägen und dann kann man da auch einen gemeinsamen Weg gehen. Ich habe nämlich tatsächlich auch mal, weil ihr habt bei euch auf der Webseite Jona. Und ja, Jona stimmt. Ist der Jobnavigator. Der, wenn ich das noch nicht so genau weiß, welche Richtung ich gehen möchte, da kann ich ganz viel eingeben, meine Wünsche äußern, meine Fähigkeiten bewerten. Und dann sagt mir Jona, was ich machen kann. Ja. Und jetzt habe ich dann einfach mal nach Ausbildungsberufen ein bisschen geschaut. Dann habe ich unter anderem Bürokaufmann gesehen, Patentfachanwalts. Ja, ist es genau. Hilfe oder so. Genau. Ja. Aber auch Koch. Ja. Dann habe ich mir gedacht, wieso Koch bei Siemens? Ja, ist eine berechtigte Frage. Das ist dir vielleicht auch beim Patentgehilfen da in den Kopf gekommen, aber du weißt gar nicht, wie viele Patentanmeldungen wir tatsächlich sogar täglich haben, weil wir einfach so viele Ideen haben und die natürlich auch schützen müssen. Ja. Genau, und der Koch ist recht einfach zu erklären. Wir haben ja große Standorte, viele Mitarbeiter und die haben natürlich morgens und auch mittags alle irgendwie mal Hunger. Und dann haben wir, oh nein! Okay, verdient, ich geb's zu. Regenbogenschläger, aber dritter Platz, beziehungsweise bist du gerade noch Vierter geworden. Ja. Entschuldigung, da kam jetzt gerade der Ehrgeiz in mir durch. Nee, aber die wollen natürlich alle versorgt werden und dann haben wir eigene Mitarbeiterrestaurants und dafür bilden wir auch selbst die Küche aus. Ja. Du, Selina, dabei sein ist alles. Ne? Also es geht hier nicht um Gewinnen, Verlieren. Das Wichtige ist die Motivation beim Spielen. Ja, ich würde sagen, damit habe ich gewonnen. Schön, dass du aber trotzdem dran teilgenommen hast. Wie du weißt, gewinnen, siegen, verlieren, ist es völlig egal, hast du was teilgenommen. Wie früher in der Schule, ich glaube, jeder kennt es mit der Urkunde, die man so bekommen hat. Ne? Die Revanche steht. Das machen wir auf jeden Fall. Lass ich nicht auf mir sitzen. Das machen wir auf jeden Fall. Selina, vielen Dank, dass du da warst, uns Siemens als großen Konzern ein bisschen näher gebracht hast und auch die Angst genommen hast, uns bei Siemens zu bewerben. Ich glaube, damit ist jedem gerade geholfen, der eine Ausbildung sucht und auch ein duales Studium. Und ihr könnt auch ganz gerne mal in den Jobnavigator gucken, Jona, den ich auch schon gemacht habe. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch den Link zur Ausbildungswebseite von Siemens. Wir zocken jetzt noch ein bisschen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Macht's gut, bis zum nächsten Video.